Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Es freut mich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Martin Frimmer. Ich bin Physiker. Ich arbeite an der ETH in Zürich. Und ich möchte Ihnen was über die Physik des Lichts erzählen. Ich habe jetzt meine Maske abgenommen und ich muss aber vor diesem Bildschirm stehen, um Ihnen da was zu zeigen. Wer sich fürchtet, ich nehme es keinem übel, wenn er jetzt in die Hintern reinflüchtet. Der Vortragstitel, der wurde mir vorgeschlagen oder wurde mir vorgegeben. Und ich glaube, Sie verstehen, dass es vermessen wäre, dass ich Ihnen jetzt hier in einer halben Stunde erkläre, was es mit der kompletten Physik des Lichts auf sich hat. Und es wäre auch vermessen zu glauben, dass ich wüsste, was es mit der Physik des Lichts auf sich hat. Also ich möchte Ihre Erwartungen ein wenig dämpfen. Deswegen habe ich mir einen Untertitel ausgesucht, Versuch einer Annäherung. Und ich möchte nicht beginnen, ohne Ihnen nochmal gesagt zu haben, dass Wissenschaft heutzutage immer Teamarbeit ist. Niemand von uns Wissenschaftlern kann alleine irgendwas erreichen. Ich arbeite in einem wunderbaren Team von Kolleginnen und Kollegen und bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Was ich weiß über die Physik des Lichts, das weiß ich, weil ich mit diesen Leuten zusammenarbeite. Ich habe mir überlegt, diesen Vortrag in vier Teile zu unterteilen. Der erste Teil soll eine kurze Einführung sein und ich werde versuchen, Sie so wenig wie möglich an Ihre Schulzeit zu erinnern, um nicht einen posttraumatischen Trigger zu setzen. Und ich möchte mich also von diesem Schulunterricht so gut es geht fernhalten. Gleichzeitig möchte ich Ihnen einige Aspekte von Licht anhand von Beispielen zeigen, die Sie möglicherweise noch nicht kennen und die Sie vielleicht überraschen. Ja, und dazu habe ich mir einfach drei Beispiele ausgesucht und das sind die drei Beispiele, die hier genannt sind. Also es gibt die evanescenten Wellen, es gibt Photon-Anti-Bunching und es gibt Rückwirkung der Messung. Das sind drei Themen, die stehen jetzt auf der Tagesordnung und ich entschuldige mich bereits, wenn ich gelegentlich einen Anglizismus verwende. Kein Mensch macht heutzutage mehr Physik auf Deutsch und viele von den Ausdrücken wurden einfach nie übersetzt. Ja, ich verwende eiskalt das Englische. Gut, dann muss ich Sie wahrscheinlich auch ein bisschen warnen. Es wird Ihnen zwischendrin, wird Ihnen dieser Vortrag wahrscheinlich so fremd sein, wie mir Ihre Kunst ist. Okay? Und Sie sollten sich vielleicht daran erinnern, wenn Sie frustriert sind, weil Sie mir nicht folgen können, dann versuchen Sie diese Frustration ein bisschen zu umarmen. Denn denken Sie dran, wie meine Existenz als Physiker, also 95% meiner Arbeitszeit, bin ich verstört oder frustriert. Das ist, weil ich irgendwas beobachtet habe, was ich nicht verstehe, oder weil ich irgendwas ausgerechnet habe, was ich nicht verstehe. Ja, und vielleicht 5% meiner Zeit bin ich enthusiasmiert und glücklich, weil ich was verstanden habe. Okay? Und wenn Sie also mehr als 5% dieses Vortrages zufrieden sind, dann geht es Ihnen schon besser wie mir. Okay? Also, seien wir zusammen glücklich durch Unverständnis. Gut, ich fange einfach mal an. Ich versuche zu erklären, was Licht ist. Und ich gebe Ihnen diese tautologische Antwort. Licht erlaubt uns zu sehen. Okay, und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass diese Aussage, die bringt uns nicht weiter. Über diese Frage hat aber die Menschheit nachgedacht seit Anbeginn der Zeit. Ich zeige Ihnen hier zwei historische Abbildungen, wo sich irgendjemand mit der visuellen Wahrnehmung beschäftigt hat. In Europa im 17. Jahrhundert hat man sich offensichtlich noch überlegt, wie Menschen Flugdrachen wahrnehmen. Währenddessen war man im arabischen Raum deutlich früher, schon deutlich weiter. Und hier sehen wir schon einige Effekte, optische Effekte, also Effekte, die mit Licht zu tun haben, die interessant sind und die es wert sind, verstanden zu werden. Also zum Beispiel gibt es hier den Regenbogen. Der Illustrator hat schon verstanden, dass hier diese Brücke durch die Perspektive sich hier verjüngt zum Horizont hin. Ganz besonders interessant ist hier dieser Mann, der hier offensichtlich von Wissenschaftlern vermessen wird. Der steht in irgendeinem Wasser, im Wasser und durch die Brechung an der Oberfläche sind seine Beine hier so abgeknickt. Ganz besonders spannend ist hier offensichtlich diese Sonne, die strahlt Licht ab und es ist hier durch diese Strahlen illustriert und die werden hier umgelenkt an dieser Festung und treffen auf dieses Schlachtschiff. Und es sieht so aus, als ist es in Brand geraten und vermutlich hat sich da jemand irgendeine Anwendung ausgedacht, um Schiffe zu bekämpfen. Und leider ist es ja
so dass wir unser Verständnis der Physik leider für manchmal für gewaltsame Zwecke einsetzen. Aber lassen wir uns über was Erfreuliches sprechen und eine Liste machen von Eigenschaften des Lichts, auf die wir uns zunächst mal einigen können. Okay? Also wahrscheinlich sind wir uns einig, das Licht breitet sich aus. Ja, es breitet sich aus und die meiste Zeit tut es das geradlinig. Ja, und Sie können jeden Tag das erneut ein Experiment beobachten. Es geht die Sonne auf. Die Sonne geht auf und die strahlt Licht ab und dieses Licht, das kommt bei uns an auf der Erde. Und das ist ja an sich schon mal was sehr Rätselhaftes, richtig? Also da passiert was hunderte von Millionen Kilometern weit weg und es hat eine rätselhafte Fernwirkung hier. Ja, weil hier auf der Erde wird es zum Beispiel warm oder wir können Strom erzeugen und Pflanzen wachsen. Ja, also dieses Licht ist für mich als Physiker zunächst mal eine Art und Weise, um eine rätselhafte Fernwirkung zu erklären. Und diese Fernwirkung kommt zustande, weil das Licht sich eben ausbreiten kann und insbesondere kann es durch den Raum propagieren, der wirklich leer ist. Denn zwischen Erde und Sonne ist das Weltall und da ist Vakuum, da ist nichts. Und das ist eine sehr erstaunliche Eigenschaft, dass irgendetwas durch das Nichts propagieren kann. Während diese Eigenschaft für ein Partikel ganz gut zu verstehen ist, also dass ein Partikel durch das Vakuum propagiert, das ist eigentlich ganz gut hinzunehmen. Aber die Vorstellung, dass eine Welle kein Substrat braucht oder kein Medium, die Vorstellung, die hat die Physiker wirklich lange, lange sehr frustriert. Und deswegen gab es die Äther-Hypothese, die wurde dann widerlegt im Experiment von Michelson und Morley. Und heutzutage akzeptieren wir, dass tatsächlich eine elektromagnetische Welle existieren kann, ohne ein Medium, wie Wasserwelle Wasser braucht oder Schallwelle braucht Luft oder einen Festkörper. So braucht das Licht kein Medium, auf dem es existieren kann. Licht transportiert Energie, das ist jetzt wieder relativ trivial, das glauben wir alle, ja, deswegen wachsen Pflanzen. Was wahrscheinlich wieder den wenigeren ein Begriff ist, ist, dass Licht auch Impuls überträgt. Impuls, müssen wir nicht verstehen, was es ist. Licht kann Kraft ausüben. Ja? Und das ist eine Einsicht, die ist schon relativ alt, bereits Kepler. Der hatte ja schon ein relativ leistungsfähiges Teleskop zur Verfügung und der hat die Gestirne beobachtet und der hat auch Kometen beobachtet. Und der hat gesehen, dass die Kometen, die haben oftmals einen Schweif und dieser Schweif, der besteht aus Gas und aus Staubteilchen. Den zieht dieser Komet hinter sich her. Und der Kometenschweif, der folgt nicht der Flugbahn des Kometen, sondern dieser Schweif, der ist immer von der Flugbahn weggekrümmt und zwar weg von der Sonne. Ja, stellen Sie sich das vor wie eine Dame auf der Vespa mit einem langen Schal, die fährt und dieser Schal, der flattert hinter ihr und wenn sie Seitenwind hat, dann ist dieser Schal eben von ihrer Fahrtrichtung weggekrümmt. Und diese Beobachtung, die hat bereits den Kepler dazu gebracht, zu spekulieren, dass es möglicherweise einen Lichtdruck gibt. Also einen Druck, der durch Licht ausgeübt wird. Und es ist tatsächlich so, wir können das heutzutage im Labor sowohl beobachten als auch nutzbar machen. Es gibt optische Pinzetten. Wir können kleine Partikel mit Hilfe von Licht schweben lassen. Und wir können mechanische Manipulationen an kleinen Objekten ausführen, indem wir sie mit Licht packen. Ja? Und in der Biophysik sind optische Pinzetten heutzutage ein Standardwerkzeug, um im Inneren von Zellen Manipulationen auszuführen. Ich werde auf diese optische Pinzette nachher nochmal zurückkommen. Gut, ich kann nicht umhin, auf die Welleneigenschaft des Lichts einzugehen. Ja, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, dass Ihnen mal jemand ein Interferenzexperiment gezeigt hat. Die Eigenschaft der Welle ist, dass sie überlagert werden kann von einer anderen Welle. Okay? Und wenn zwei Wellen aufeinandertreffen, dann kann der Wellenberg auf den Wellenberg und das Wellental auf das Wellental treffen, dann kommst du konstruktiver Interferenz und die Wellen verstärken sich. Und wenn der Wellenberg und das Wellental sich treffen, dann kommst du destruktiver Interferenz und die Wellen löschen sich aus. Und das ist hier bei Wasserwellen gezeigt. Also wenn man hier an zwei Punkten eine Wasserwelle generiert, dann entsteht dieses wunderschöne Interferenzmuster, wo eben hier an dieser Stelle und an dieser Stelle
Da interferieren die Wellen konstruktiv und hier dazwischen destruktiv. Sie löschen sich aus. Und diesen Effekt, den trifft man eben bei Licht auch an. Und das hier ist das Experiment, das Originalexperiment von Young, der mit Sonnenlicht, das er durch zwei Spalte geschickt hat, er hat ein Interferenzmuster beobachtet und er hat es in seiner ersten Publikation ganz wunderschön hier mit der Hand illustriert, seine Beobachtung. Heutzutage können wir ein Foto machen und das Foto sieht dann so aus. Und Sie sehen hier diese aneinandergereihten hellen Punkte und noch dazu, weil er das mit Sonnenlicht gemacht hat, sieht er dann die spektrale Zusammensetzung und sieht die Regenbogenfarben, die sich hier in diesem Beugungsmuster zeigen. Gut. Also Licht ist eine elektromagnetische Welle, sie hat eine Wellenlänge und sie hat eine Frequenz. Das Licht schwingt mit einer gewissen Periodizität und breitet sich eben während einer Schwingung um eine Wellenlänge aus. Das heißt, Wellenlänge und Frequenz sind durch die Lichtgeschwindigkeit miteinander verknüpft. Jetzt kann ich Interferenz, und es wird wichtig werden, Interferenz kann ich nicht nur im Ortsraum machen, ja, sondern Interferenz kann ich auch im Zeitraum machen. Ich kann Wellen verschiedener Frequenz nehmen und sie miteinander überlagern. Schauen Sie sich das an. Die Wellenlänge vom Roten ist länger als die Wellenlänge vom Grünen und die ist noch länger als die Wellenlänge vom Blauen. Okay, und wenn Sie diese drei Wellen überlagern miteinander, dann sehen Sie, dass die alle hier an diesem Punkt überlagern, die sich alle konstruktiv. Und wenn ich hier zu einem anderen Punkt gehe, dann fangen die an, sich destruktiv zu überlagern. So kann ich aus verschiedenen Wellenlängen, aus verschiedenen Farben Pulse generieren. Okay? Also dieser Lichtpuls entsteht, weil ich verschiedene Frequenzkomponenten zusammengemischt habe. Okay? Ist auch ein Interferenzeffekt. Also wir sind uns einig, dieses Wellenphänomen, das geht über einen ganz großen Spektralbereich und das, was wir als Menschen sehen, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Ja, und aber die elektromagnetischen Felder und Wellen, die gibt es in einem riesigen Spektralbereich und die Physik ist immer die gleiche. Der Punkt, der mir ganz wichtig ist und den ich hoffe, dass Sie mit nach Hause nehmen, ist, dass wenn es Ihnen nicht schon bewusst ist, dass das Interessante am Licht ist ja immer die Interaktion mit der Materie. Licht an sich propagiert halt einfach. Ja? Aber das Interessante am Licht ist immer, wenn es generiert wird, wenn es absorbiert wird, beziehungsweise detektiert. Und das Interessante ist immer, wenn es zwischendrin interagiert. Ja? Also wenn Sie jetzt hier eine Lichtquelle haben, die ist hier, da steht eine Lichtquelle, da steht eine Lichtquelle, diese Lichtquelle an sich, die ist total... Das Licht, das da rauskommt, ist völlig langweilig. Interessant ist, dass es mich trifft und von mir reflektiert wird und in ihre Augen gerät. Ja, und ich habe mit diesem Licht was gemacht. Ich habe das, seine spektrale Zusammensetzung, seine Richtung geändert. Und so lernen sie was über mich, wo ich mich befinde, wo sich meine Arme befinden, wie ich gestikuliere. Ja, also das Salz in der Suppe, das ist die Interaktion zwischen Licht und Materie. Und jetzt habe ich es gerade schon erklärt, das ist der Grund, warum wir mit Licht gerne Informationen übertragen, ist einfach diese Fülle an Freiheitsgraden, die das Licht uns bietet. Ja, es ist der spektrale Freiheitsgrad, also die Farbe, es ist die Intensität, es ist die Polarisation, es ist die Richtung, es ist die räumliche Verteilung. Ja, also diese Eigenschaften, diese Vielfalt an Parametern, die ich drehen kann, da steckt der drin, dass ich so viel Information mit Licht übertragen kann und deswegen sind wir so visuelle Wesen. Gut, wenn ich als Physiker über das Phänomen Licht nachdenke, dann denke ich in einer Formelsprache. Ich möchte Sie nicht mit diesen Formeln quälen. Ich möchte Ihnen bloß verständlich machen, warum alles, was ich hier sage, so hölzern ist, weil ich versuche, in Worte zu fassen, was dieser Satz von Gleichungen aussagt. Also ich versuche hier ständig Mathematik und ein mathematisches Modell in Worte zu fassen und dem irgendeine Interpretation zu geben. Schlussendlich denke ich aber immer an einen Satz von Gleichungen und ihre Lösung.
Gut. Zur Auflockerung und um zu illustrieren, wie verschiedene Communities, verschiedene Leute verschieden über Licht nachdenken, ist mir dieses hier begegnet. Es gibt ein Gemälde von George Richmond, The Creation of Light, offensichtlich inspiriert von der Genesis. Da ist ein göttliches Wesen, das mit einer dramatischen Handbewegung dafür sorgt, dass ein Feuerball am Himmel über dem Horizont aufgeht. Und im Gegensatz dazu, wenn Sie schauen, wie denken die Physiker über die Generation von Licht nach, dann, wenn Sie auf eine Physikkonferenz gehen, dann treffen Sie mindestens einen Doktoranden, der hat dieses T-Shirt an und da steht drauf, und Gott sprach, dann kommen die vier Maxwell'schen Gleichungen, und es ward Licht. Also dieser Teil, es werde Licht, ist hier mit einem Augenzwinkern ersetzt durch diese Gleichung. Sowas findet man, wenn man professionell schon so deformiert ist wie ich, dann finde ich das total lustig. Gut. Also hier, jetzt kommt ein Beispiel über eine Eigenschaft oder ein Phänomen, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Was Sie wahrscheinlich noch kennen, ist Totalreflexion. Sie erinnern sich, man hat Ihnen das in der Schule bestimmt mal gezeigt, Lichtstrahl kommt. Hier ist ein Übergang zwischen einem optisch dichteren und einem optisch dünneren Medium, zum Beispiel von Wasser zu Luft. Und Licht wird dort total reflektiert, okay? Weil der Winkel größer ist als der kritische Winkel. Dieses Phänomen verwendet man, um in optischen Fasern Licht einzufangen und unter dem Atlantik durchzuschicken. Okay? Was Ihnen wahrscheinlich keiner gesagt hat, ist, dass hier überhalb dieser Grenzfläche das Licht auch noch Licht ist. Da ist auch noch elektromagnetisches Feld. Dieses elektromagnetische Feld nennen wir ein evaneszentes Feld. Es hat die Eigenschaft, dass es nicht propagiert, also es ist keine Welle in dem Sinn, dass es eine propagierende Welle ist, sondern es ist ein Feld, das oszilliert, immer noch bei der Frequenz des Lichtes, aber räumlich fällt dieses Feld exponentiell ab in diesen verbotenen Raumbereich hinein. Und wir nennen diese Felder evaneszente Felder und sie haben die Eigenschaft, dass sie extrem schnell abfallen können. Das heißt, es sind elektromagnetische Felder, die auf einer Längenskala sich ändern. Diese Längenskala ist deutlich kleiner als die zugehörige Wellenlänge propagierender Strahlung. Das ist unglaublich spannend und interessant. Haben die Leute dann angefangen, das zu vermessen. Bekannt war das schon lange. Es gut zu messen war lang nicht so einfach. Aber mittlerweile ist man technologisch so weit, auf diesen Längenskalen von wenigen hundert Nanometern, die Materie zu kontrollieren und die Messung so zu kontrollieren, dass man diese Felder schön sichtbar machen kann. Und für die Technik ist es interessant, wenn Sie daran denken, dass unsere ganzen Schaltkreise, unsere ganze Informationsverarbeitung, die Elemente, die wir dazu nutzen, die werden immer kleiner und immer kleiner. Sie sind mittlerweile deutlich kleiner als die Wellenlänge von Licht, von sichtbarem Licht. Und um jetzt hier mit Lichtfrequenz, also mit Lichtgeschwindigkeit, wenn Sie so wollen, schalten zu können, müssen wir das Licht zwingen, nicht in propagierender Form, um sich Licht zu zeigen, sondern in dieser evaneszenten Form. Und dazu koppeln wir dieses Licht an Oberflächen und rauskommen dazu der Modulatoren. Ich kann Ihnen keine weiteren Details dazu sagen, wir arbeiten heutzutage in der Nanophotonik gerade mit jenen evaneszenten Feldern. Okay, erstes Beispiel, evaneszente Felder nehmen Sie mit nach Hause. Wunderbar. Zweites Beispiel. Es ist fürchterlich anstrengend, aber Sie müssen jetzt dranbleiben. Mein Mitleid mit Ihnen hält sich auch in Grenzen. Ich mache einfach weiter. Ja, und zwar möchte ich was zur Teilcheneigenschaft des Lichts sagen. Okay? Also jetzt haben wir gerade Welleneigenschaften angeschaut, Interferenz und so. Evaneszente Felder sind alles Wellen im weiteren Sinne. Okay? Schauen wir uns Partikeleigenschaften des Lichts. Wie ist man da jemals draufgekommen? Man ist draufgekommen, weil man sich die Interaktion von Licht mit Materie, ja, da wird es interessant, hat man sich angeschaut, hat festgestellt, wenn ich zum Beispiel ein Atom anrege, dann kommt da immer Licht genau einer oder mehrerer genau definierter Frequenzen raus. Ja, also Sie können das Experiment zu Hause machen, trauen Sie sich, zünden Sie eine Kerze an und streuen Sie Salz in diese Kerze.
dann wird diese Kerzenflamme so ganz schön gelb. Und dieses Gelb kommt von dem Natrium in dem Kochsalz. Ja, und diese Frequenz, diese spektral gut definierte Frequenz, hat man dann verstanden, die gehört zu einem Übergang der Elektronen in diesem Natriumatom. Ja, und dieser Übergang der Elektronen, die Elektronen, die kreisen auf so Bahnen um den Atomkern, und diese Bahnen, die haben eine gewisse Energie, eine diskrete Energie. Und wenn so ein Elektron von einer Bahn auf die andere fällt, dann wird eben gerade ein Quantum an Energie frei. Und dieses Energiequantum, das ist das Photon. Okay? Das ist die Frage, wie man das denn sichtbar machen kann. Und dazu zeige ich Ihnen hier ist Ihr Atom, ich zeige Ihnen ein Experiment. Das ist das Henry-Brown-Twiss-Experiment. Okay? Benannt nach den Herren, die das ausgeführt haben, die Herren Henry Brown, Mr. Twiss. Okay? Und die haben folgendes Experiment gemacht. Sie haben einen Strahlteiler aufgebaut. Okay, ein Strahlteiler, stellen Sie sich vor wie eine Sonnenbrille. Das ist ein Stück Glas, das mit Silber bedampft ist, und zwar ganz dünnes Silber, so dass die Hälfte des Lichts durchgeht und die Hälfte des Lichts reflektiert wird. Okay? Das heißt, am Ausgang von diesem Strahlteiler habe ich habe zwei Ausgänge. Der transmittierte Ausgang und der reflektierte Ausgang. Okay? Und in diesen Strahlteiler schicke ich jetzt Licht rein. So. Und das Licht kommt von einem Atom. Okay? Und dieses Atom ist das Natriumatom, da fallen Elektronen von Bahnen und da kommt Licht raus. Gelbes Licht. Okay? So. Und der Ausgang von diesem Strahlteiler, den einen Ausgang, den schieße ich auf Detektor Nummer 1 und da messe ich eine Intensität. Und den zweiten Ausgang von diesem Strahlteiler, den schicke ich auf Detektor 2 und messe ich auch eine Intensität. Und diese beiden Intensitäten, die fluktuieren, weil aus diesem Atom nicht immer gleich viel Licht rauskommt. Und jetzt korreliere ich diese beiden Intensitäten. Okay, was ist eine Korrelation? Eine Korrelation ist, ich habe zwei Signale, die schwanken. Und diese Signale, die können miteinander schwanken. Das heißt, das eine geht rauf, dann geht das andere auch rauf. Oder das eine geht runter, das andere geht auch runter. Ja, dann sind sie positiv korreliert. Die Signale können auch negativ korreliert sein. Das eine geht rauf, das andere geht runter. Und andersrum. Und sie können unkorreliert sein. Die Fluktuationen haben nichts miteinander zu tun. Okay? Und diese Größe, die zeichne ich jetzt Ihnen hier auf, oder die wurde gemessen. Diese Größe wurde gemessen für verschiedene Zeitdelays, wie sagt man, Delay, Zeitverschiebungen auf den beiden Detektoren. Das heißt, ich frage mich, wie sind die Detektorsignale korreliert zu verschiedenen Zeitpunkten? Ja, und diese Größe, die ich hier auftrage, heißt G2, um alle zu verwirren. Und deswegen, und ich sehe hier, dass dieses Signal, das geht hier zu Null. Und Null heißt perfekte negative Korrelation. Perfekt negative Korrelation zwischen dem Signal auf Detektor 1 und Signal auf Detektor 2. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Licht auf Detektor 1 ist, dann ist es garantiert auf Detektor 2 dunkel. Und wenn Licht auf Detektor 2 ist, dann ist garantiert auf Detektor 1 dunkel. Okay? Perfekt negative Korrelation. Das bedeutet, wenn da Licht kommt von diesem Atom, dann wird dieses Licht nicht halbe-halbe geteilt. Es trifft nicht die Hälfte der Intensität auf diesen Detektor und die andere Hälfte auf jenen. Sondern jedes Photon, wenn Sie so wollen, muss sich entscheiden. Entweder gehe ich durch oder ich werde reflektiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Photon reflektiert oder transmittiert wird, diese mal halbe halbe. Ich weiß es vorher nicht. Ja? Aber das Photon ist ein Partikel. Es hat Partikeleigenschaften. Es wird nicht in zwei geteilt, sondern entweder es geht durch oder es wird reflektiert. Probabilistisch. Okay? Und das ist die Teilcheneigenschaft des Lichts. Kann man technisch ausnutzen, kann man Nachrichten verschlüsseln. Keine Zeit, um Ihnen das zu erklären. Hey, habe ich noch 5 Minuten? Also jetzt großartig. Jetzt haben wir uns eine Welleneigenschaft vom Licht angeschaut, evanescente Wellen. Jetzt haben wir uns eine Teilcheneigenschaft vom Licht angeschaut, das Henry-Brown-Twiss-Experiment. Jetzt schauen wir uns einen Effekt an, wo dieser Welle-Teilchen-Dualismus integraler Bestandteil ist, um die Physik zu verstehen. Okay? Also jetzt bringen wir die zwei Sachen zusammen.
Lassen Sie uns noch mal kurz überlegen, was eigentlich Sehen ist. Okay? Für mich als Physiker ist Sehen ist eine Messung. Okay? Wenn Sie mich jetzt anschauen, dann messen Sie einfach, wo ich bin. Sie messen, welche Farbe ich habe. Sie messen, wie ich mich bewege. Wie machen Sie das? Sie schießen Licht auf mich. Sie machen irgendwo das Licht an. Okay? Das Licht trifft mich, interagiert mit mir, Licht-Materie-Wechselwirkung. Und dann trifft das Licht auf den Detektor und von dem tragen Sie zwei im Gesicht, das sind Ihre Augen. Okay? Das ist eine Messung. Gut. Lassen Sie uns eine konkrete Messaufgabe diskutieren. Es findet ein Rennen statt, ein 100-Meter-Lauf, und wir möchten wissen, wer hat dieses Rennen gewonnen. Dazu müssen wir messen. Okay? Und was man in der Regel macht, ist, man schießt ein Zielfoto. Ja, und auf diesem Zielfoto sind die Läufer zu sehen. Und wir lesen hier ab, wer eben zuerst die Ziellinie überquert hat. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Läufer, die laufen sehr schnell. Die laufen sehr schnell und sie schießen ihr Zielfoto. Was passiert, wenn sie was fotografieren, was sich schnell bewegt? Es wird verschwommen, richtig? Kennt jeder den Effekt. Und wie agieren Sie da dagegen? Sie machen Ihre Blendenzeit machen Sie niedriger, richtig? Also Sie belichten kürzer, um dieses Verschwimmen zu vermeiden. Und was passiert dann? Dann wird es auf Ihrem Film dunkler, richtig? Einfach weil Sie weniger Intensität eingefangen haben während der Öffnungszeit der Blende. Also was machen Sie? Sie nehmen einen Blitz her, richtig? Und jetzt denken Sie dran an den Kometen und an die Dame auf der Vespa. Licht übt eine Kraft aus. Richtig? Also wenn Sie hier diese Läufer fotografieren und die mit einem und die ganz genau messen wollen und dazu ihre Blendenzeit ganz kurz machen und ihren Blitz dafür ganz stark, dann verspüren diese Läufer irgendwann den Druck des Lichtes und sie blasen diese Läufer von der Laufbahn und haben den Ausgang des Rennens verändert. Verstehen Sie? Natürlich jetzt in der Realität bei einem 100-Meter-Lauf wird es kein Problem sein. Aber stellen Sie sich vor, Sie wollen sehr kleine und sehr leichte Objekte vermessen. Dann ist das die Limitation. Richtig? Und es ist die Rückwirkung Ihrer Messung auf den Messgegenstand. Und wir können das im Labor beobachten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Lichtquelle, das ist wieder Ihr Atom von mir aus, da kommt Licht raus, das ist ein Photon. Okay. Und Sie möchten messen, wo dieser Spiegel ist. Okay, also ich habe den Läufer jetzt durch einen Spiegel ersetzt, weil ich bin Physiker, ich muss alles immer ganz einfach haben. Okay, das heißt, ich will wissen, wo ist dieser Spiegel und ich mache eine Laufzeitmessung. Ich schicke ein Foto von der Quelle zum Spiegel, es wird da reflektiert und fällt auf meinen Detektor. Und irgendwann sagt der Detektor Klick und meldet mir die Ankunft des Photons. Dann weiß ich die Laufzeit. Und aus der Laufzeit kann ich die Position des Spiegels berechnen. Okay? Jetzt mache ich das, ich mache dieses Experiment. Ich mache das zum ersten Mal. Okay? Mein Detektor sagt Klick. Ich habe irgendeine gewisse Laufzeit gemessen. Das soll dieser Stern hier sein. Ja, ich habe diese Laufzeit gemessen und daraus schließe ich, was die Position des Spiegels war. Stellen Sie sich vor, dieser Spiegel, der ist festgenagelt. Okay? Ich teste einfach nur meine Apparatur. Der Spiegel, der darf sich nicht bewegen. Und ich schieße jetzt eine Menge Photonen da drauf. Ich wiederhole dieses Experiment ganz oft. Ja? Und dann sehen Sie hier, so wird meine Verteilung, meine Häufigkeitsverteilung der gemessenen Laufzeiten aussehen. Ich messe nicht immer die gleiche Laufzeit, sondern ich messe eine Verteilung. Das heißt, meine Messung ist mit einer Unschärfe behaftet. Der Grund für diese Unschärfe ist, dass dieses Photon eben kein Partikel ist, sondern ich muss es denken als dieses Wellenpaket. Ja, es ist dieses Wellenpaket und dieses Wellenpaket, das hat eine endliche Ausdehnung, eine endliche Länge, weil Licht eine Welle ist. Und deswegen ist meine Messung unscharf. Jetzt können Sie sagen, ja gut, dann mach doch dein Wellenpaket kürzer. Weil wenn dein Wellenpaket immer kürzer wird, dann irgendwann ist es nur noch so ein kleiner Zinken und dann weiß ganz genau, wann dein Photon angekommen ist. Okay, mach ich. Aber was passiert? Was ist denn ein Wellenpaket? Haben wir gesagt, es ist eine Überlagerung von Licht mit verschiedenen Frequenzen. Und je kürzer ich diesen Puls in der Zeit mache,
umso mehr verschiedene Frequenzen brauche ich. Ja? Und wenn das Photon an diesem Spiegel reflektiert wird, dann übt sie eine Kraft aus. Richtig? Weil Licht übt Kräfte aus. Und diese Kraft, die ist proportional, die hängt von der Frequenz ab. Und die Frequenz weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe diesen ganz kurzen Puls gemacht. Und in diesem Puls, da sind ja ganz viele verschiedene Frequenzen drin. Ich weiß aber nicht, welche. Das heißt, da ist wieder eine Unschärfe. Okay? Das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sehr ich das System gestört habe durch diese Messung. Das heißt, ich muss einen Kompromiss machen. Wie so oft. Ich muss einen Kompromiss machen. Es gibt ein Optimum. Ja, und das ist hier gezeichnet. Hier sind die Anzahl der Photonen, die ich auf meinen Spiegel schieße. Ja. Zunächst fällt meine Messunsicherheit. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 Photonen da drauf schieße, mit jedem Photon lerne ich besser, wo dieser Spiegel ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, da habe ich durch die Reflexion der Photonen, durch den Impulsübertrag und genauer gesagt durch die Unsicherheit in diesem Impulsübertrag, habe ich die Geschwindigkeit dieses Spiegels so verändert, dass ich einen Moment später nicht mehr weiß, wo er sich befinden wird. Okay? Und das ist die Rückwirkung der Messung. Nimmt dann zu. Und es gibt hier ein Optimum und es ist das Standard-Quantenlimit. Okay? Das heißt, es gibt eine optimale Messstärke, mit der ich am meisten lernen kann über das vermessene Objekt. Okay? Also zu genau zu schauen, hilft nicht. Ja, denn ich störe irgendwann durch mein Hinschauen mehr, als ich lerne. Okay? Das ist die Quintessenz des Welle-Teilchen-Dualismus. Dass es ein Optimum gibt zwischen dem, was ich erfahren kann über ein System. Gut, und in unserem Labor können wir dieses Experiment eben durchführen. Wir haben keinen Spiegel, sondern wir haben ein Partikel. Dieses Partikel schwebt. Wir halten es im Vakuum, schweben mit den Kräften des Lichts. Das Partikel ist dieses kleine grüne Pünktchen hier. Und den Laserstrahl, den sehen Sie nicht, der kommt von links und propagiert nach rechts. Und das Partikel, das oszilliert in dieser optischen Falle hin und her. Und wir vermessen seine Position. Und wir sind limitiert darin, wie gut wir seine Position vermessen können. Und schlussendlich stellt sich raus, wenn wir dieses Partikel optimal vermessen, dann lernen wir darüber genau so viel, wie die Vakuumfluktuationen dieses Partikels sind. Also es stellt sich raus, dass dieses Partikel, das da eingefangen ist und das ungefähr so groß ist wie vielleicht ein Zehntel eines menschlichen Haares, dieses Partikel ist ja auch nicht nur Teilchen, sondern dieses Partikel hat auch Welleneigenschaften. Und die Welleneigenschaften dieses Partikels, die treten dann in diesem Regime zutage. Und irgendwann verschmieren diese Eigenschaften des Partikels und die Eigenschaften des Lichtes, die ich verwende, um das zu vermessen, die verschmieren. Und unser Verständnis oder den Namen, den wir dem geben, diesem Effekt, diesem Verschmieren, sind die Nullpunktfluktuation. Okay. Gut, und wo wollen wir damit hin? Vielleicht ist es noch interessant zu sagen. Was ich eben jetzt untersuchen kann, ist die Welleneigenschaften von Materie. Richtig, also die Wellen- und die Teilcheneigenschaften von Licht, die haben wir jetzt ganz gut verstanden und die haben wir ganz gut unter Kontrolle. Und was uns jetzt interessiert, ist, die Welleneigenschaften dieses schwebenden Partikels sichtbar zu machen. Gut. Alles andere würde zu weit führen. Ich beende meinen Vortrag hier. Ich hoffe, Sie nehmen drei Beispiele mit nach Hause. Licht ist eine elektromagnetische Welle, schön und gut. Sie kommt aber nicht immer nur als langweilige Welle daher, sondern manchmal auch als evaneszente. Photonen sind Welle und Photonen sind Teilchen. Und die Teilcheneigenschaft, die zeigt sich in diesem Anti-Bunching-Experiment. Das heißt, ein einzelnes Photon an einem Strahlteiler muss sich entscheiden, ob es durchgeht oder reflektiert. Und schlussendlich hoffe ich, dass Sie sich merken, dass jede Messung, das heißt, jede Interaktion von Licht mit Materie hinterlässt immer einen Effekt auf dem vermessenen Objekt. Ja, den kann ich nie ausschließen. Das ist die Grundlage unseres Verständnisses. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war zum Beginn eines Kolloquiums, wo es um Licht
Lichtkunst ging, genau der richtige Vortrag, sozusagen nochmal ein bisschen Basic-Wissen sozusagen zu bekommen. Und vielleicht überlegen Sie sich nochmal, ob Sie vielleicht noch umsatteln und in die Kunst überschreiten, weil ich glaube, wir haben ein bisschen mehr, also ich jedenfalls mehr als 5% Spaß oder Verständnis bei dem, was ich tue. Also nicht ganz so viel Frustration, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, in welchem Bereich er arbeitet. Gut, kommen wollen wir aber jetzt sozusagen hier zum Ernst der Sache zurückkommen. Gibt es Fragen zu dem Vortrag, zu dem Gehörten? Wir haben noch ein Mikrofon. Ja, um mich nochmal zu vergewissern, Photonen im Vakuum, haben die eine Wechselwirkung miteinander? Ich gehe immer davon aus, dass sie sehr ignorant sind und wenn sich zwei Photonen im Vakuum oder im Weltall kreuzen, eigentlich sich völlig ignorieren und keine Wechselwirkung haben. Kannst du das bestätigen? Im Vakuum spüren sich zwei Photonen nicht. In Materie ist es aber anders. Also in Materie spüren sich die beiden und sie haben eine Wechselwirkung, die geht aber wieder via die Materie. Das heißt, Photon 1 interagiert mit Materie, Photon 2 interagiert mit Materie und da drin, über diese Materie, findet die Wechselwirkung statt. Ja, vielen Dank. Also sehr ignorante Teile, die Photonen. Ich bin Physiker, ich werte die Natur nicht. Ich beobachte sie. Vielen Dank. Ich habe eben bei dem selektiven Spiegel an dichroitische Gläser gedacht. Ist das so was Ähnliches? Also Gläser, die eben bestimmte Wellenlängen hindurchlassen und andere wiederum nicht. Ja. Das heißt, es geht auch noch darum, diese Photonen, ob das jetzt ein von Natriumdampf ausgesendetes Gelbes ist, oder Gelb produzieren, das müsste man ja sagen, oder eben eine andere Wellenlänge. Ja, die Sachen sind sehr eng miteinander verknüpft. Was Ihr dichroitischer Spiegel macht, ist, er lässt Licht oder Photonen einer Wellenlänge, lässt er durch und die einer anderen reflektiert er. Ja. Mein Strahlteiler ist ein neutraler Strahlteiler. Das heißt, er lässt die Hälfte von Photonen einer gewissen Farbe durch und reflektiert die andere Hälfte. Ja, also es ist ein verwandtes, aber es ist ein anderes optisches Element. Wie baut man so einen Strahlteiler? Also in der Realität, also bei dem billigen Strahlteiler ist es Silber. Das ist tatsächlich eine ganz dünne Silberschicht. Die modernen Strahlteiler, das sind alles dielektrische Beschichtungen. Also wenn du einen Strahlteiler brauchst, dann geh zu Thorlabs und kauf dir einen. Ich würde so einen nie selber bauen, okay? Das ist einfach so ein Standardteil, so wie ein Automechaniker irgendwo Schrauben bestellt, so kannst du Strahlteiler einfach irgendwo bestellen. Google Beam Splitter und du findest alles, was du brauchst. Alles klar, danke. Ja, das scheint es an Fragen gewesen zu sein. Dann nochmal vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick in das Basiswissen des Lichts aus physikalischer und dann würde ich vorschlagen, kommen wir auch schon gleich zum nächsten Beitrag.